Hallo und willkommen zurück zu Hades zockt Skyrim Minecraft Edition oder Minecraft Skyrim Edition. Und beim letzten Mal haben wir uns ja schon Flusswald und Weißlauf angeschaut. Wer das verpasst hat, Link jetzt in der Anmerkung oder in der Videobeschreibung, wo ihr nie reinguckt. Und ja, wir sind jetzt hier in der Nacht in Flusswald und wollen uns auf zu dem Dungeon machen. Aua, warst du das oder ein Gegner? Das könnte ich gewesen sein. Ach ja, und wenn ihr euch wundert, warum sich der Sven dieses Mal so klar anhört, beim letzten Mal habt ihr euch ein bisschen über den Ton beschwert, der war auch nicht so prickelnd. Da habe ich den Ton von der 360 aufgenommen und jetzt nehmen wir den Ton vom Sven quasi separat über das Programm Outer City auf und deswegen hört er sich jetzt wesentlich besser Yay. Und klarer und toller an. Hurra! Und singt uns jetzt was vor zur Feier. Lieber nicht. So, aber es ist ein bisschen dunkel. Lass uns mal vielleicht ein Bett suchen. Und warten, bis Tag ist. Hier sind Betten. Zwei? Tatsache. Aber lass. Will ich schießen. Ich lege mich mal hin. Zumachen. So. Ach, Tür. Tür ist überbewertet. So, da hauen wir uns mal hin, damit wir ein bisschen mehr sehen. So. Von dem Geschehen hier. Schade, wie ihr seht, wir haben uns jetzt ein bisschen ausgerüstet. Das haben wir euch natürlich nicht gezeigt. Wir haben das natürlich mühselig alles zusammengecraftet. nee. Wir waren vor dem Kreativmodus, weil wir faul waren. So. Extrem faul. Ich habe hier so eine Eisenrüstung an. Ich bevorzuge Diamant, aber okay. So, wo wollen wir hin? Ihr könnt auch mal die verschiedenen Schwerter sehen, die es gibt. Also Goldschwert, Eisenschwert, Steinschwert, Holzschwert und Diamantschwert. Und das Lustige ist, also wir laufen jetzt hier lang. Okay, ich und ihr seht es vielleicht an den Schwertern, wer sich ein bisschen mit Skyrim auskennt. Die sind Schwertern in Skyrim nachempfunden. Das heißt, dieses Eisenschwert sieht so ein bisschen Daedra-mäßig aus. Hier dieses Steinschwert so ein bisschen Ork-mäßig und was haben wir denn noch? Das Diamantschwert sieht so ein bisschen nach. Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Ihr wisst genau, was ich meine. Komm, wir gehen hier einfach mal querbeet. Ich hoffe, du weißt, wo du hin willst. Ja. Also okay. Hier, wir verlassen Flusswald. Dann nochmal einen Blick drauf. Tschüss, Flusswald. So. Bitte folgen Sie unauffällig. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Ich glaube, ja, wir müssen sich mal hier hochgraben. Hast du irgendwie eine... Du hast da natürlich eine Spitzhacke vorher noch gebaut im Kreativmodus. Ich glaube ich nicht. Ich habe mir nur Pfeile gebaut, wie ein Irrer. Daneben. Vielleicht hätten wir uns Leitern oder so anpacken sollen. Das wäre hilfreich gewesen, ja. Ja, weil irgendwie, wir sind davor schon mal drüber geflogen. Über die Map haben wir irgendwie keinen direkten Weg zu dem Dungeon gefunden. Da muss ich hier irgendwie, wahrscheinlich gibt es einen direkten Weg, also nur doof sind, den zu finden. Wissen wir denn schon, dass das wirklich ein Dungeon ist? Das sah mir nicht danach aus. Achso, nee, der hatte schon ein Abonnent geschrieben, muss ich dazu sagen, dass man da wohl gar nicht groß rein kann. Wir probieren das jetzt trotzdem und überzeugen uns davon selber. Falls es also keinen Dungeon mit Gegnern geben sollte und wir uns quasi komplett sinnlos aufgerüstet haben, dann werden wir stattdessen in den Kreativmodus wechseln und einfach mal hier über die Welt fliegen, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze so aussieht, weil ich weiß, dass einige von euch keine 360 haben und somit auch nicht an diese Skyrim Edition rankommen. Ich glaube, für ein PC gibt es hier nicht, wenn ich nicht alles täusche. In der Form nicht, nein. Und genau, und das vielleicht mal sehen wollen, euch laufe durch den Rollen. Ich bin oben. Und das sehen wir schon. Okay, wenn man nicht drüber fliegt, sieht es irgendwie imposanter aus. Ja, ich denke mal, wir fliegen dann nochmal im Anschluss als Bonus für euch nochmal über die Karte drüber, dass ihr alles sehen könnt. Also Weißlauf von oben, Flusswald und den Dungeon. So. Müsste es an der Seite hochgehen? An der Seite gibt es Aufgänge. Ja, das ist wie im Skyrim Hauptspiel, wollte ich schon sagen. Okay, du bist dann der Experte hier für die Gegend. Ich eher nicht so. So. Ist auf jeden Fall schön nachgebaut worden, finde ich. Aber tatsächlich sah es von oben schöner aus. Wir schauen uns das nachher, wie gesagt, nochmal an. So, hier geht es theoretisch in den Dungeon rein. Hier liegt auch eine Truhe, die haben wenig gefüllt. Ist tatsächlich so. Also kann man sich hier notfalls, wenn man Überleben-Modus spielt, schon mal ein Eisenschwert rausholen. Und rein geht es.
So, und das sieht doch schon mal schick aus. Und ich glaube, hier stoppt es. Hier ist quasi noch die Tür. Und wir hauen die einfach mal kaputt und schauen, ob wir durchkommen. Nein, das scheint nicht zu sein. Ah ja, also das heißt, die Tür war in Wirklichkeit ein Dekorationsbild, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Tatsache, ich habe jetzt das Bild, das Gemälde. Und ich hau das Gemälde mal irgendwo hin. Na, da hinten kommt auch nichts mehr. Schade. Upp. Oh, zieh durch das rein. Zieh dir das rein. Skyrim-Logo. Mal schauen, was es noch für Bilder gibt. Das ist ja mal geil. Moment, was haben wir noch? Zielscheibe. Cool. Ja, was das sein sollte. Okay. Probier hier so lange mal die neuen Bilder aus, was es so alles gibt. Brauche hier eine größere Fläche, vielleicht hier hin. Ich denke mal, das ist das, was sie dann irgendwo als Texturen auch immer verwendet haben hier drin. Ja, die haben es einfach irgendwie Bilder gemacht. So. Ja, ja. Genau. So. Könnte ich den ganzen Tag machen. So, zwei Bilder noch. Gucken, was noch kommt. Okay, haben wir schon. Egal, ich packe ich wieder ein. So, schauen wir mal weiter. Jetzt kommen wir. War das das schon hier oder was? Hier geht's echt. Ich würde sagen, das war's. Schauen wir, ob wir hier. Ist eine Fackel oder was? Willst du mit einer Fackel? Da hast du eine Fackel. Tatsache. Das wird da nicht weitergehen, da ist Ende Gelände. Also das finde ich, muss ich ganz ehrlich überhaupt mal sagen, ist ein bisschen schwach. Also da hatte ich mir schon erhofft, dass sie da irgendwie einfach mal eine Höhle mit Gegnern oder was reinballern. Nee. Aber hier kommt anscheinend nichts mehr. Okay, das war schon unser Dungeon-Ausflug. Aua, ich will hier wieder hoch. Du verstehst mir ja auch im Weg rum. Aber wenn du mal guckst, da ist scheinbar ein Hohlraum drunter, ne? Siehst du? Da ist doch ein Hohlraum. Wo bist du? Geh mal weg da. Guck doch mal hier direkt drunter. Ich komm ja nicht hoch. Ja, guck mal hier unten. Hier fehlt genau immer was dazwischen. So, und da kannst du jetzt hoch. So. Ja, mal doch nicht. Meinst du, es geht vielleicht nach unten hin weiter? Nein. Das ist nur einfach, dass das alles da aufgesetzt ist. Warum auch immer die das so blöd gemacht haben. Okay. Faule Bande. Okay, das war es auf jeden Fall leicht enttäuschend, wenn ich so sagen, sehr enttäuschend, dass es hier nichts gibt. Also der Abonnent, der das geschrieben hatte, hatte natürlich vollkommen recht, habe ich nie angezweifelt. Aber man kann sich ja immer selber davon überzeugen. Und wir wechseln in Kreativmodus. Ich glaube, dazu muss ich mal rausgehen, wenn ich das richtig sehe. Das ist korrekt, ja. Und dann fliegen wir hier nochmal drüber, machen wir mal verlassen, ohne speichern. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt hätte ich ja fast mein Aufnahmegerät runtergehauen. So, dann machen wir mal Spielmodus kreativ. Schwierigkeit leicht. Oder machen wir auch friedlich, damit wir hier einfach mal rüberfliegen können. Ja. Und dann lade ich noch mal rein. Juhu. Machst dann gleich so eine Willkommen-Zurück-Ansage, ja? Ach du, das geht hier nahtlos weiter. Hier wird kein Schnitt gemacht. Hätte ich gemacht. Bin zu faul, die Ladebildschirme rauszuschneiden. Ach, ich würde da einfach dann einen Schnitt machen. Ohne Scheiß. Jetzt kannst du erstmal hier wieder rüber flutschen. Einladung hast du. Juhu. Dass du ja nochmal mit rumfliegen willst. Hui. So, und wir fliegen schon mal dem Sonnenuntergang entgegen. So, ich zeige euch jetzt erstmal das Ende der Karte. Das endet nämlich hier hinten. Fliegt man gleich gegen eine unsichtbare Wand. Muss ich das hier erstmal alles langsam aufbauen. Ich jetzt mal. Bei mir aber auch. Uah. Okay, irgendwie finde ich das Ende der Karte gerade nicht. Wir drehen jetzt wieder um. Vorhin kam mir das so vor, als hätte ich nicht lange fliegen müssen. So. Und jetzt fliegen wir erstmal über Flusswald und es ist dooferweise Nacht. Das heißt, wir fliegen nach Flusswald und legen uns ins Bett. Dann sollte sich das ja schon am Tag reinpfeifen. Auch wenn hier der Mond ganz nett aussieht und alles schön. Ah, hier haben wir Flusswald. Ui. So. Und wieder Tag. Was habe ich da eigentlich in der Hand? Was ist denn das? Keine Ahnung. Feuerkugel. Wozu brauche ich die denn?
Keine Ahnung, was du so alles mit dir rumschleppst. So, jetzt fliegen wir mal zum Dungeon. Jetzt könnt ihr euch den mal reinziehen. Ich finde jetzt, wenn man ihn so von außen sieht, sieht er schon wesentlich beeindruckender aus. Das Ödsturz-Hügelgrab. Ja, verstehe nicht, wenn sie das schon machen, warum zum Henker haben die das nicht irgendwie zum Dungeon umfunktioniert? Das verstehe ich wirklich nicht. Das kann doch nicht so viel Aufwand gewesen sein. Ja, vor allem irgendwie ja zumindest so ein bisschen ein kleines Höhlensystem drunter und da dann Monster-Spawner rein oder so. Das, so ein Skelett-Spawner, das wäre ganz cool gewesen. Ja, eben. Ah, schon mal hier hinten ist noch der Turm, wo man gegen den ersten Drachen kämpft. Den haben sie auch noch mit reingepflanzt. Den habe ich noch gar nicht entdeckt gehabt davor. Den hatte ich schon gesehen vorher, das, ja. Hier ist eine Truhe mit einem Bogen und 15 Pfeilen und eine Schallplatte. Die Schallplatten sind ja ständig hier irgendwo, das ist ja... Ja. Aber wir hatten es ja schon ausprobiert gehabt, da scheint ja keine Skyrim-Musik dann zu kommen. Das finde ich sehr schade. Wäre halt cool gewesen. Das ist ein bisschen Stranges. Ja, das stimmt allerdings. Aber die haben ja auch so schon über 20 Musikstücke, glaube ich, drin, was schon mal echt ordentlich ist. Ja, aber es wäre halt so über die Platten ganz nett, so im eigenen Bau dann oder so, dann. Hier seht ihr noch ein bisschen gewesen. Die Wälder. Oh, schau an, hier hinten ist auch noch ein bisschen was. Ja, bei mir so, braucht die Welt so ein bisschen zum Laden. Weitere Dörfer oder dergleichen dürften wir nicht mehr finden. Tatsächlich gibt es dann jetzt nur noch Weißlauf. Also Flusswald gibt es ja, Weißlauf und das Ölstürz hier gerade. Jetzt schauen wir uns nochmal Flusswald. Weißlauf von oben an. So, da sehen wir es jetzt schon. Der Außenbereich vom Weißlauf. Und jetzt fliegen wir mal zu über den Schmied hinweg, über den Marktplatz, biegen nach links ab und hier ist die Drachenfeste. Es ist leider erstaunlich wenig hier in dem drin, wie ich finde. Also. Was meinst du? Erstaunlich wenig drin, also ich hätte dann schon mit mehr gerechnet, mehr Ideen, irgendwie was, keine Ahnung, Höhlen. Ja, hattest du nicht auch den Mass Effect DLC für Skyrim? Wie war es da so? Genau so. Ist sehr schade. Eher also, weniger? Nee, genau so, das ist bei der Größe her auch, ja. Ja, das ist echt schade. Also da hätten sie echt mehr rausholen können. Also ich finde cool, Weißlauf und so ist geil gemacht. Was man natürlich hier machen kann, also ich meine, wer das jetzt hier noch groß spielt und alles, wir schließen erstmal hier den Typen ab, kann sich hier vielleicht zum Beispiel noch eine andere Stadt dazu bauen von Skyrim, Rifton oder keine Ahnung, auf was er so Bock hat. Ist natürlich sehr aufwendig, aber wenn man im Kreativmodus, hat man jetzt schon mal hier die Grundlage mit Weißlauf und kann sich zum Beispiel hier halt noch die anderen Städte geografisch richtig eingeordnet hier noch dazu bauen. Und hat dann aber auch eine lange Aufgabe. Cool, wenn man sich da, das dauert sehr lange, ja, vor allem wenn man es detailgetreu machen will. Aber stell dir jetzt mal vor, du baust ja wirklich so 2-3 Städte noch dazu rein in dieses Gebiet, dann ist das schon extrem geil, aber natürlich extrem aufwendig. So, mit diesem Blick über Weißlauf beenden wir die Sache dann auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn wir keinen Dungeon hatten zum Angucken. Immerhin mal die Map von oben sehen, was es hier so alles gibt. Ja, und dann schauen wir mal, wenn das Ganze für die Xbox One rauskommt, ob es da dann auch solche Pakete geben wird und ob die dann eventuell ein bisschen umfangreicher ausfallen. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Tschö.